schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei unserem Energieratgeber hier bei Pearl TV. Und Sie sehen es vielleicht schon, wir haben ja ein bisschen was aufgebaut. Und es geht heute um unsere leistungsstärksten, die 5 leistungsstärksten mobilen Photovoltaikanlagen. Ich glaube, Photovoltaik, also Sonnenenergie für sich zu nutzen und den Strom dann zu verbrauchen, das liegt voll im Trend. Und mobil heißt, man kann das wirklich überall auf der Welt einsetzen. Viele setzen es auch ein, zum Beispiel in Schrebergärten oder auch beim Camping. Und ich glaube, hier ist wirklich für jeden, der privat Photovoltaik, also Sonnenenergie nutzen will, das Richtige dabei, ob mobil oder fest einbaut zu Hause. Das macht einen riesengroßen Unterschied, allein schon in der Anschaffung mit 19% und 0% Mehrwertsteuer. Das Jahressteuergesetz kommt uns da, also auch Ihnen natürlich, ein Stück weit entgegen, aber das werden wir gleich nochmal aufgreifen. Aber Ralf hat vollkommen recht, Sie haben hier eine garantierte Stromversorgung über einen Stromspeicher, der Ihnen zuverlässig in einer vernünftigen Qualität mit einer sogenannten reinen Sinuswelle Strom liefert, wie er sonst nur aus der Steckdose zu erwarten ist, über mehrere Stunden, je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden, je nachdem, welchen Stromversorger oder je nachdem, welchen Verbraucher Sie anschließen. Und das Schöne ist, dieser Stromspeicher lässt sich jederzeit wieder aufladen. Und da sind wir beim Thema Photovoltaik mit den entsprechenden Solarpanel, die hier bereits im Angebot integriert sind. Und jetzt haben wir gerade bei uns im Ratgeber nicht nur die 5 beliebtesten Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher. Wir haben auch noch eine Sonderaktion für Sie, denn heute im Rahmen einer Sonderaktion bekommen Sie in ganz, ganz begrenzten Stückzahlen, die Aktion läuft schon seit einigen Tagen, das Solarpanel quasi gratis mit dazu. Wenn Sie sich also für den mobilen Einsatz, Schrebergarten, Camping beispielsweise oder auch mal im Bootsbereich oder wo auch immer Sie zuverlässig Strom brauchen oder eben auch gerne mal zu Hause als gesicherte Stromversorgung oder natürlich auch als eine Art Sparschwein hier mit unseren Photovoltaikanlagen versorgen wollen, wird es in absehbarer Zukunft niemals wieder günstiger werden als heute. Ich möchte ganz gerne Ihnen das erste Angebot präsentieren. Das ist dieser Stromspeicher jetzt hier. Einer meiner ganz persönlichen Lieblinge, speziell für den mobilen Einsatz. Ralf, du weißt das. Mhm. Alleine schon deswegen, weil wir hier von einem relativ kleinen und kompakten Gerät sprechen. Mit 7 Kilo Gesamtgewicht ist der schön leise, ist schön leicht und handlich mit dem entsprechenden Griff dran. Was Sie sehen an den Seiten sind so kleine Bumper, das sind so Silikon Ecken dran. Das heißt also hier, gerade auch dann, wenn es vielleicht mal ein bisschen ruppiger zugeht im Außenbereich, beim Camping, da stößt man vielleicht mal irgendwo dagegen. Da wird er mal von A nach B transportiert. Da ist er entsprechend geschützt und vor allen Dingen hat er eine ordentliche Leistungsdichte mit einer Leistungskapazität von bis zu 1000 Watt. Das heißt, Sie können hier Gerätschaften bis 1000 Watt an dieses Gerät anschließen. Und das Schöne ist, dass Sie hier bis zu 800 Wattstunden an Kapazität zur Verfügung haben. Und da denken wir jetzt ganz einfach mal an die nächst bevorstehenden Außenbereiche. Ich glaube, wir alle haben jetzt schon zur Kenntnis genommen, dass es draußen früher dunkel wird. Die Temperaturen sind merklich gefallen. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt so ein Stück weit so in die herbstliche Phase, in die winterliche Phase hinein. Ja, und in wenigen Wochen, muss man das ganz klar sagen, ist auch schon wieder Weihnachten. Gerade so in der Adventszeit lädt man sich aber vielleicht dann doch ganz gerne mal die Nachbarn mal zu einem schönen Adventsglühwein trinken ein. Da steht man ganz gerne, so kenne ich das von früher noch von zu Hause, mal zusammen auf der Straße. Da braucht man natürlich mal einen entsprechenden Heizkessel, der den Glühwein warm hält. Da hat man mal eine Musikanlage, da hat man mal einen Laptop, mit dem man dann Musik machen möchte. Jetzt kann man natürlich hingehen, wie man das in den letzten Jahren gemacht hat. Sie kennen das wahrscheinlich auch und hat also erstmal eine 50-Meter-Trommel aus dem Keller oder aus der Garage rausgeholt, hat irgendwo in der Garage oder im Wohnzimmer oder in der Küche ein Fenster aufgelassen, hat dann entsprechend die Stromleitung nach draußen gelegt, jeder zweite ist über die Leitung drüber gestolpert. Machen Sie es sich doch in diesem Jahr mal ganz einfach und nehmen Sie ganz einfach mal Ihre Steckdosen, Plural, ganz einfach mal mit nach draußen. Jana, wenn du so lieb bist und drehst das gute Stück ganz einfach mal so ein Stück weit zur Seite, damit wir mal so das Kernstück sehen können. Denn das Kernstück ist natürlich wie bei all unseren Geräten die zuverlässige 230 Volt Steckdose. Die können Sie mit bis zu 1000 Watt belasten. Aber eben nicht nur diese Steckdose, sondern eben auch alle anderen Elemente. Seien es die USB-Anschlüsse, seien es die Hohlsteckeranschlüsse, der 12-Volt-Anschluss. Vielleicht möchtest du auch noch das ein oder andere Lebensmittel dazu reichen, was vielleicht gekühlt serviert werden sollte. Dann kannst du hier jederzeit auch noch eine Kühlbox mit anschließen. All das kannst du gerne zeitgleich nutzen, alle Anschlüsse zeitgleich nutzen.
Und mit bis zu 1000 Watt Leistung hast du hier eine ganz ordentliche Stromzufuhr zur Verfügung, ohne dass du vielleicht jetzt umständlich hier mit einem Verlängerungskabel oder sowas Strom erstmal nach draußen legen musst. Natürlich wird das bei diesem Stromspeicher den Strom verbrauchen. Und wenn Sie dann irgendwann feststellen, das können Sie ganz einfach ablesen, hier vorne an dem zuverlässigen Display, wie viel Stromreserve habe ich noch, was wird denn eigentlich gerade verbraucht und minutengenau können Sie sogar ablesen, wie lange Ihnen der Strom hier noch zur Verfügung steht für ein, zwei oder auch mehrere Geräte gleichzeitig. Hier sehen wir es mal sehr schön. Ja. Dann wissen Sie ganz genau, diesen Stromspeicher müssen Sie jetzt nicht über Nacht oder vielleicht am nächsten Tag wieder an der nächstbesten Steckdose aufladen. Diesen Stromspeicher laden Sie ganz einfach mit dem mitgelieferten Solarpanel am nächsten Tag wieder mit Strom auf. Das bedeutet, Sie haben einen wunderschönen Abend mit Freunden, mit Nachbarn erlebt, haben einen leckeren Glühwein getrunken, haben was Leckeres gegessen, haben sich nett unterhalten, haben vielleicht auch noch Beleuchtung mit angeschlossen und Musik vom Smartphone oder vom Laptop abgespielt und das Ganze ist immer zuverlässig mit Strom versorgt, ohne dass jemand gestolpert ist, ohne dass Sie umständlich mit einer Verlängerungsschnur hantieren müssen. Aber Sie wissen ganz genau, und das wird Ihnen vielleicht ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern, dass Sie diesen Strom, den Sie da verbraucht haben, an einem sicherlich sehr schönen Abend mit Freunden, eben nicht teuer bezahlen müssen. Das Thema Stromkosten wird uns natürlich auch durch diese Sendung begleiten. Sie wissen, aktuell sind wir bei durchschnittlichen Stromkosten im Rahmen der Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde. Von 20, 22 Cent kommend hat sich bei mir der Strompreis pro Kilowattstunde locker mal eben verdoppelt. Das merke ich an den Abschlagszahlungen. Das merken wir alle an den monatlichen Abschlagszahlungen. Sie mit Sicherheit genauso wie wir auch. Und da versucht man natürlich irgendwo, speziell bei solchen Gelegenheiten, noch ganz einfach mal den einen oder anderen Euro einzusparen. Wir werden doch gleich noch Möglichkeiten kennenlernen, wie Sie auch im Haus selber, unabhängig von einem schönen Adventssonntag, einem schönen Glühweinabend draußen vor der Tür, noch weiter Geld sparen können. Sie wissen ganz genau, dass Sie mit diesem Stromspeicher Ihren eigenen Strom verbrauchen, den Sie eben nicht teuer bezahlen müssen. Jetzt hast du so viele Beispiele genannt, jetzt müssen wir das kurz mal noch mal mit der Mehrwertsteuer aufbröseln. Richtig, das machen wir jetzt auch. Wir haben hier mittlerweile also Jahressteuergesetz, das gilt seit 1.1. diesen Jahres. Und wir haben ganz viele Beispiele, Camping vorhin gesehen, das wäre ein mobiler Einsatz dieser Photovoltaikanlage. Da sehen wir das auch noch mal, mobiler Einsatz generell. Also auch Schrebergarten, Camping, Bootshaus oder ähnliches oder Ferienhaus. Sowie gewerblicher Einsatz wird mit 19% weiterhin wie immer besteuert. Aber jetzt wird es interessant. Du hast den Glühweintag, das wäre sehr fest installiert zu Hause oder richtig, Anwendung zu Hause, an oder in privaten Wohngebäuden oder angrenzenden Objekten. Und wenn dann die Gesamtkapazität Ihrer Photovoltaikanlage 30.000 Watt in der Spitze nicht übersteigt, dann dürfen Sie eben mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Aber egal ob 19% oder 0%, in beiden Varianten bekommen Sie im Vergleich zu Pearl.de quasi das Solarpanel geschenkt. Und das ist eine, du hast es vorhin gesagt, begrenzte Auktion. Schauen Sie, welcher Stromspeicher, welche Photovoltaikanlage, wir haben ja 5 heute, welches die richtige für Sie ist und dann bitte schnell sein, weil diese Aktion ist zeitlich und Stückzahl begrenzt, wenn weg, dann weg. Ja, und vor allen Dingen hat die Nachfrage nach diesen Stromspeichern in Kombination mit dem Solarpanel, also quasi eine mobile oder stationär einsetzbare Photovoltaikanlage in den letzten 7, sagen wir mal in den letzten 10 Tagen enorm zugenommen. Und insofern ist es klar, dass nicht nur die Nachfrage bei uns gestiegen ist, sodass wir schon viele dieser Modelle an Sie herausschicken durften. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Bestellungen. Sondern dass natürlich auch klar ist, dass hier diese Aktion jetzt nun wirklich in den letzten Zügen steckt. Das heißt, viele Modelle, die wir Ihnen so preisgünstig quasi mit einem quasi geschenkten Solarpanel anbieten dürfen, haben wir nicht mehr. Und diese Aktion steht wirklich kurz vor dem Ende. Deswegen möchte ich Sie bitten, wenn Sie jetzt einen solchen Glühweintag oder vielleicht andere Aktivitäten planen, ganz einfach jetzt zuzugreifen. Denken Sie bitte nicht nur an das Glühweinvergnügen bei Ihnen vor der Tür. Das wäre natürlich dann auch ein Einsatz zu Hause. Denn das Solarpanel muss bei der 0% Mehrwertsteuervariante fest bei Ihnen zu Hause installiert sein. Zum Beispiel auf dem Garagendach, auf dem Dach eines Carports oder mal auf einem Vordach bei Ihnen am Haus. Der Speicher bleibt aber mobil und wenn Sie ihn auf dem eigenen Grundstück bewegen, zur Garage, in den Vorgarten, in den hinteren Teil des Grundstücks, können Sie hier ebenfalls mit 0% Mehrwertsteuer herangehen und trotzdem den Stromspeicher mobil einsetzen. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Gerät und das Solarpanel hat 110 Watt maximale Leistungsausbeute. Das ist ein richtig amtliches Paket. So, und jetzt werfen wir einen Blick auf Pearl.de und hier sehen Sie den Pearl.de-Preis nur für den Stromspeicher. Der
Der ist identisch mit unserem Preis, mit dem Unterschied hier bekommen Sie das Solarpanel und sämtliche nötigen Anschlusskabel in 5 Metern Länge mit dazu. Die beiden Bestellnummern mit 19% ist es die ZX 3213 und die 569 mit 0% Mehrwertsteuer, die MW 1105. Und die 569. Ich habe es Ihnen gesagt, wir kommen, haben die 5 leistungsstärksten mobilen Photovoltaikanlagen in dieser Sendung. Und hier kommen wir eigentlich zur viertstärksten. Ja, genau so ist es. Und auch da möchte ich ganz gerne nochmal auf den mobilen Einsatz eingehen. Das ist ein kleines, handliches, portabel einsetzbares Gerät mit nicht ganz 12 Kilo Gesamtgewicht. Das ist ungefähr so viel wie ein Kasten Bier oder wie ein Kasten Wasser. Das heißt, man kann den also ohne weiteres und sehr, sehr komfortabel mal von A nach B mitnehmen. Deswegen hier bitte im 19% Mehrwertsteuerbereich, gerade wenn es um Camping, vielleicht auch wenn es um Schrebergarten und dergleichen geht, gerne mal bei diesem Gerät ernsthaft drüber nachdenken. Die Leistungsausbeute ist hier vergleichbar mit Modell Nummer 1. Auch hier können Sie gerne bis zu 1000 Watt an Leistung entnehmen. Sie haben nur eine etwas größere Kapazität mit etwas mehr als 1100 Wattstunden zur Verfügung. Selbstverständlich auch hier wieder ein großzügig gestaltetes Display mit einer genauen Auflistung dessen, was wird gerade entnommen, wie sieht die Akkukapazität eigentlich aus, das heißt, wie viel Prozent Leistung habe ich eigentlich noch auf dem entsprechenden Gerät. Und minutengenau können Sie sogar noch sehen, bei gleichbleibender Stromentnahme, wie lange steht mir dieser Stromspeicher denn eigentlich zur Verfügung. Auch hier bitte haben Sie ein Gerät, was Sie eben nicht an der nächstbesten Steckdose am nächsten Tag oder über Nacht wieder mit Strom versorgen müssen. Auch hier bekommen Sie ein 110 Watt Solarpanel, gerade aktuell übrigens quasi geschenkt mit dazu. Das heißt, auch dieses fantastische Gerät ist quasi ein endlos Stromspeicher, wenn man so möchte, zum Wiederaufladen beim nächsten Tagesanbruch. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur das Gerät mal so einfach nur hinstellen und Ihnen sagen, was es alles kann. Natürlich wollen wir die Gerätschaft mitunter auch mal in Aktion sehen. Und Diana sitzt hier neben mir. Ich sehe schon, wie du mit deinem T-Shirt versuchst, kalt geworden, deine Hände zu wärmen. So eine leichte Gänsehaut sehe ich auch. Es gibt natürlich einen Grund, warum wir hier unter anderem auch mal einen Heizstrahler hingestellt haben. Und den werde ich jetzt ganz einfach mal mit unserem Stromspeicher verbinden, damit Sie auch da mal sehen, wie einfach und wie komfortabel Sie auch solche Gerätschaften, Heizgerätschaften, im Sommer die Kühlgeräte beispielsweise, mit einem solchen Stromspeicher mit Ihrem eigenen Strom versorgen können. Mhm. Den Strom, den Sie hier nehmen, unter anderem für den Heizstrahler, müssen Sie nicht extra bezahlen. Jetzt schnappen wir uns diesen Heizstrahler ganz einfach mal, beziehungsweise den Stecker, und gehen mal hin an das entsprechende Gerät. Auffällig natürlich bei diesem Stromspeicher ist nicht nur die eine Steckdose, hier haben wir sogar 2 Steckdosen zu Ihrer Verfügung. Und bitte nicht nur die, Sie sehen auch hier die ganzen USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss und dergleichen, alles komplett mit dabei. Jetzt wollen wir mal gucken, zack, mal angedockt, jawohl, das Gerät geht an und jetzt müsste auch der Heizlüfter entsprechend loslegen, sodass Diana dann gleich hier keine kalten Füße mehr bekommt. Oder und da schauen wir, fängt schon an. Geht schon los hier, ne? So, guck hier. So, Diana, jetzt wird es ja gleich kuschelig warm. Das ist aber echt angenehm. Das ist aber lieb. Ja, so, jetzt wird es den einen oder anderen geben, der sagt, ja gut, Heizstrahler bei mir zu Hause draußen ist eine schöne Angelegenheit. Denken Sie immer dran, auch solche Gerätschaften brauchen eine entsprechende Kapazität. Ich gucke mal gerade, ob wir das ablesen können, was gerade verbraucht wird. Das wird Ihnen im Display angezeigt. Und hier können Sie eben, ja gut, wir haben 680. 680 Watt, ja, noch knapp 40% auf dem Akku drauf. Drunter können Sie sogar noch sehen, wie lange Ihnen jetzt die Restkapazität des Akkus zur Verfügung steht. Und jede einzelne Minute, quasi jedes Watt, jedes Kilowatt, was Sie jetzt für diesen Heizstrahler verwenden, müssen Sie eben nicht extra bezahlen. Wenn Sie jetzt mal hochrechnen würden, wenn das jetzt nicht nur der eine Abend ist, sondern mehrere Abende über den Winter verteilt, die Raucher seien da mal angesprochen, lassen Sie uns bitte so erwachsen sein. Ja? Sie wissen, wenn Sie jetzt aktuell rausgehen, noch geht es einigermaßen mit, ich glaube um die 10 Grad Celsius da draußen, wenn wir mal 4-5 Wochen weiter sind, dann sind wir schon wieder bei 0 Grad oder bei 1-2 Grad drüber. Da wird es schon sportlich frisch da draußen. Da haben Sie natürlich jetzt hier einen fantastischen Stromspeicher, um Ihre Geräte zu betreiben. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie der Betrieb dieser Geräte, dieser Verbraucher, keinen einzigen Cent gekostet hat. Mal unabhängig natürlich von den Anschaffungskosten der entsprechenden Stromspeicher. Aber der Strom an sich, den Sie hier verbrauchen, den haben Sie selber produziert und den müssen Sie nicht extra bezahlen. Ja, und hier sehen wir natürlich auch eine Anwendung. Ich glaube, wir alle haben in den letzten Tagen oder Wochen Stromausfälle hier erlebt. Also ich glaube, ganz aktuell ist natürlich das ganze Ostseegebiet. In der Tat, ja. Und den
dementsprechend hat man hier eben die Möglichkeit, auch mal längerfristige Stromausfälle adäquat zu überbrücken. Mit den wichtigsten Geräten, wie gesagt, Gesamtleistung bis zu 1000 Watt haben wir hier. Aber am nächsten Morgen weiß man auch wieder, selbst wenn der Speicher leer geworden ist, durch die Sonnenenergie und das mitgelieferte Solarpanel wird eben der Strom wieder zurückgeführt. Ja. Also eine immer wieder sich selbst aufladende Photovoltaikanlage. Ja, und wir hatten es vor der Sendung mit dem Thema, wie ist das mit den Benzininvertern oder mit diesen Aggregaten. Sie erinnern sich noch an letztes Jahr, ungefähr zu diesem Zeitpunkt, vor ungefähr 12 Monaten, riet also die Bundesregierung zur Anschaffung von Notstromaggregaten. Jetzt haben Sie natürlich etwas durchaus Vergleichbares, was Sie noch nicht mal Benzin kostet. Ralf, du hast es angesprochen. Mhm. Nach Jahrhundertsturmflut, viele Haushalte noch ohne Strom, so titelt die Morgenpost. Nach der schweren Ostsee-Sturmflut, und wir alle haben die Nachrichten gesehen, sind am Sonntag noch nicht alle Haushalte im Flensburger Hafengebiet wieder mit Strom versorgt gewesen. Die Mitarbeiter arbeiten seit Samstag mit voller Kraft an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Das ist löblich und das ist großartig, dass daran gearbeitet wird. Ein genauer Zeitpunkt für die Wiederherstellung der Stromzufuhr, speziell in diesen Gebieten, steht da nicht unbedingt. Das kann jetzt in dem Moment schon wieder da sein, der Strom. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht noch 2-3 Tage dauert, bis die Leitungen wieder so zusammengestellt sind, dass de facto wieder Strom da ist. Da müsste man tagesaktuell mal schauen. Und bitte, das Thema Stromausfall ist nicht nur gerade im Bereich der Ostsee durch die Sturmflut jetzt hier vor wenigen Tagen brandaktuell. Man soll es gar nicht glauben, wie viele Stromausfälle just in dem Moment, wo wir darüber sprechen, in Deutschland stattfinden. Just in dem Moment, guck dir das mal an. Ja, und das sind nur die gemeldeten, viele haben ja nicht mal ein Telefon, weil eben der Strom ausgefallen ist. Also, Sie sehen, und das ist jetzt nur der obere Teil von Deutschland. Also, da kann man übrigens auch jederzeit mal irgendwas googeln, wenn man möchte, Stromausfälle in Deutschland. Und dann wird man irgendwann auf diese Karte stoßen. Und egal zu welcher Uhrzeit man das macht, man ist immer wieder verblüfft, wie viele Stromausfälle aktuell gerade gemeldet sind. Und deshalb ist das natürlich auch eine schöne Versicherung für sich selber. Oder natürlich auch und oder für die ganze Familie, um sich vor Eventualitäten zu schützen. Ich finde, ganz, ganz schlimm wird es ja, wenn du noch medizinische Geräte zur Versorgung brauchst für Angehörige oder Ähnliches. Ja. Aber auch hier bei diesem Stromspeicher, bei dieser Photovoltaikanlage gilt für Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer. Sie bekommen im Vergleich zu Pearl.de das Solarpanel geschenkt. Hier haben wir den direkten Vergleich. Stromspeicher alleine bei Pearl.de 888,23 €. Stromspeicher inklusive Anschlusskabel und dem 110 Watt Solarpanel 888,23 €. Also, Sie bekommen das Solarpanel im Prinzip geschenkt. Ich sage Ihnen noch beide Bestellnummern. Das ist in der 19% Mehrwertsteuervariante, also mobiler Einsatz, die ZX9237 und die 569. Und für den Festeinbau zu Hause 0% Mehrwertsteuer, das ist die MW1238 und die 569. So, also Nummer 2 hatten wir. Wir haben es Ihnen versprochen, immer leistungsfähiger. Und ich würde sagen, gerade bevor wir mit dem nächsten anfangen, mach uns doch auch mal einen kleinen Kaffee. Ja? Sehr gerne sogar. Jetzt muss ich noch mal gerade gucken, wo ist denn hier die nächste Steckdose? Die brauchen wir doch gar nicht. Hast du auch mitgebracht? Den Strom, den wir nämlich jetzt normalerweise für eine Kaffeemaschine oder für andere Gerätschaften aus der Steckdose holen würden und genau wissend, dass das richtig ordentlich Geld kostet. Vielleicht nicht bei 2-3 Tassen Kaffee, aber so über das ganze Jahr hingesehen, kommt da ganz schön was zusammen. Diesen Strom hole ich mir jetzt ganz einfach aus meinem eigenen Stromspeicher heraus. Und da wir gerade in Aktion sind, Diana haben wir, glaube ich, schon glücklich gemacht mit der entsprechenden Wärme. Das ist ein ganz anderes Kaliber, oder? Ja, das schmeißen wir jetzt mal hier unsere Kaffeemaschine an. Ich gucke mal gerade, hier ist entsprechend das Kaffeepulver schon drin. Jetzt wollen wir mal entsprechend noch das Wasser dazu packen. Lass mich gucken. So, und dann werden wir das Ganze mal anschließen. 2-3 Tassen kriegen wir da locker raus. Also ich sage ja immer scherzhaft, also ich habe mich ja auch vorbereitet auf Stromausfälle. Ja. Wenn bei mir mal länger Stromausfall wäre, das Erste, was ich machen würde, wäre meine Kaffeemaschine an, mir einen Kaffee machen und dann erstmal abwarten, was passiert. Ja. Wie viel braucht denn deine Kaffeemaschine? Weißt du, also ich habe einen Vollautomat, der braucht 1800 Watt. Ja, das könnte man locker damit hinbekommen. Mit Sicherheit. Der kann nämlich bis zu 2000 Watt an Leistung. Sie haben es gesehen, Wasser ist drin. Entsprechendes Kaffeepulver habe ich auch drin. Jetzt müssen wir nur noch einschalten. Zack. Und ein paar Minuten Geduld haben. Alles andere passiert hier vollautomatisch. Und das bezieht sich auf unsere Kaffeemaschine.
genauso wie auf die Stromzufuhr. Ich weiß gar nicht, was diese Kaffeemaschine an Leistung benötigt. Gucken wir mal. Vorne steht's. 680 Watt. 680 Watt. So, können wir also locker mit rangehen. Und das ist der Grund, warum ich speziell auch bei diesem Gerät mehr oder weniger so eine Schnittmenge sehe zwischen dem mobilen Einsatz, du hast es angesprochen, im Campingbereich, natürlich auch im Frühjahr und im Sommer und auch im Herbst sicherlich mal ganz interessant. Aktuell haben wir in einigen Bundesländern auch schon wieder Herbstferien. Da könnte ich mir vorstellen, sind viele auch wieder unterwegs und möchten vielleicht ganz gerne noch ein paar Tage Urlaub genießen. Nächstes Jahr im Frühjahr geht das Ganze also auch wieder von vorne los. Also gerade auch für den mobilen Einsatz großartig. Mal im Schrebergärtchen, wir hatten das Thema auch, ist häufig kein Strom vorhanden. Trotzdem möchte man vielleicht doch ganz gerne mal in seinem Freizeitbereich nicht unbedingt auf den gewohnten Luxus, den man zu Hause genießt, verzichten. Da wollen Sie vielleicht auch ganz gerne mal ein schönes Fußballspiel schauen. Ja, da könnte ich Ihnen beispielsweise mit locken. Da wollen Sie mal eine schöne Musikanlage hinstellen. Da haben Sie vielleicht mal einen kleinen Kühlschrank, den Sie betreiben wollen. Eine kleine Kochplatte oder was, um mal ein bisschen was Leckeres zu kochen. Einen kleinen Ofen oder was, um vielleicht mal ein bisschen was warm zu halten. Würdest du denn mal ein schönes Wochenende genießen können, ohne entsprechende Stromzufuhr? Abends mal mit einer Kerze und lauwarmem Bier? Auf gar keinen Fall. Nee. Das ist überhaupt nicht was meins. Eine blöde Frage. Nein, kein Camping für mich. Aber Glamping, das ist schon wieder das was ist anderes. Genau für mich, ja. Also, egal ob im Campingbereich oder eben im Schrebergartenbereich, mit so einem Gerät sind Sie bestens ausgestattet. Und ich guck mal gerade, das funktioniert ja wie am Schnürchen, der Kaffee läuft. Wie kommen wir gerade auf das Thema Kaffee? Wir hatten vor geraumer Zeit, das ist ein paar Tage her, eine sehr, sehr interessante Kundenstimme zu diesem Thema. Da schrieb uns ein Kunde, wir haben die Geschichte schon zwei, dreimal erzählt, aber sie ist so charmant, finde ich, dass ich sie immer wieder gerne noch erwähne. Gerne. Wir hatten einen Kunden, der hat gesagt, ich bin Angler und habe mich dann morgens um fünf an den Teich gesetzt und hatte meinen entsprechenden Stromspeicher mit dabei. Ob es dieser war oder ein anderer, kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Und eine Kaffeemaschine hatte dabei. Mm. Und am Anfang ist er belächelt worden von seinen Angelfreunden. Eine Woche später, ja, als die anderen gefroren haben, während er seinen Kaffee genossen hatte, bekam er im Vorfeld zu seinem nächsten Angelausflug einige Anfragen und sagte, mal, kannst du bitte deinen Stromspeicher nochmal mitbringen? Ja. Den Kaffee wollen wir auch. Und so geht das wirklich Reihe um. Und ich habe hier nochmal einige Kundenstimmen ausgedruckt, speziell zu diesem Gerät, was ein absoluter Klassiker ist bei uns im Hause. Da schreibt uns beispielsweise unser Kunde aus Hof, ich verwende dieses Gerät für meine Garagenanlage, das ohne Stromanschluss ist. Auch ein Thema für viele, die vielleicht nachträglich eine Garage, einen Carport, einen kleinen Verschlag gebaut haben, wo man sich vielleicht so eine Art Werkbank oder sowas reinbaut, wo man aber den Aufwand nicht betreiben möchte, weder finanziell noch handwerklich, um da eine Stromleitung hinzulegen. Das ist ja auch nicht mehr eben so zwischen Tür und Angel gemacht. Da gehst du jetzt einfach hin, nimmst das entsprechende Solarpanel, in dem Fall ein 240 Watt Solarpanel, wir haben es vor uns aufgebaut, legst das auf das Dach drauf, schraubst das Ganze fest, damit ist es fest auf deinem Grundstück installiert, damit greift die 0% Mehrwertsteuervariante und stellst dir diesen Stromspeicher ganz einfach mal in deine Hütte, unter das Dach deines Carports oder in deine Garage und dann hast du hier nicht nur zwei Steckdosen mit 230 Volt, sondern eben auch alle anderen Anschlüsse, die USB-Anschlüsse und so weiter und hast damit eine gesicherte Stromzufuhr. Ja, jetzt haben wir hier also jetzt gerade vom Stromspeicher gesprochen, aber das ist ja auch wieder eine komplette Photovoltaikanlage. Richtig. Und sogar noch leistungsfähigeres Solarpanel. Und ich finde das wirklich toll als Selbstversorger. Du hast vorhin kurz was angerissen. Ziemlich genau vor 12 Monaten haben auch viele Regierungsteile den Privathaushalten geraten, sich doch eigenverantwortlich zu zeigen und mit Notstromaggregaten auszurüsten. Ja. Notstromaggregate müssen aber immer, das sind ja Verbrennungsmotoren, irgendwo draußen betrieben werden. Richtig. Hier haben wir im Prinzip auch Notstrom, keine Aggregate, aber Notstromspeicher. Und die kann ich eben auch in geschlossenen Räumen verwenden. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Wie du richtig sagst, ich sag mal, so ein Benzingenerator erzeugt Abgase, das und macht Krach. Ja, machen wir uns nichts vor. Also ein paar Dezibel gehen da durch und ich weiß nicht, was Ihre Nachbarn sagen. Wenn Sie da über viele Stunden hinweg so einen Generator laufen lassen in einem geschlossenen Wohngebiet, die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal sagen, was soll denn das Ganze? Die Gerätschaften hier, die machen de facto überhaupt keine nennenswerten Geräusche. Das ist so ein bisschen der Lüfter, der jetzt hier den 230 Volt Bereich etwas runterkühlt, aber ansonsten leise. Ich glaube, die Kaffeemaschine macht hier gerade am meisten Radau bei uns. Ja. Und zum anderen haben Sie natürlich ein Gerät, was Sie jederzeit im Inneren Ihrer Wohnung nutzen können. Und ich möchte gerne noch eine Kundenstimme vorlesen, die uns aus München erreicht von unserem Kunden. Ich habe für den Campingurlaub, aber auch für mögliche längere Stromausfälle eine Möglichkeit gesucht, eine autarke Energiequelle zu finden. Der Powergenerator mit 2000 Watt in Klammern
und das Solarpanel erfüllen für mich voll und ganz den Zweck. Wasserkocher oder eine kleine Herdplatte kann damit betrieben werden und natürlich das Aufladen sämtlicher Mobiltelefone und Laptops. All das ist möglich. Auch hier bitte können Sie alle Anschlüsse, und es sind 9 Stück an der Zahl, gleichzeitig nutzen, mit 2000 Watt in der Gesamtheit belasten. Und Sie können sogar jederzeit den Speicher mit Solarstrom versorgen, das heißt das Panel angeschlossen lassen, den Speicher wieder aufladen und Strom entnehmen, was viele andere elektrische Geräte nicht hinbekommen, kann der ohne weiteres machen. Lass uns kurz mal noch über Sicherheit sprechen, weil viele haben ja Angst, weil man oftmals so Schaudergeschichten liest, dass irgendwelche Akkus für Feuer verantwortlich waren. Ja, hier haben wir aber eine sehr, sehr sichere Akkutechnologie, das müssen wir noch mal sagen. Das ist gut, dass du es erwähnst. Also gerade die aktuelle Akkutechnologie mit Lithium-Ionen-Akkus ist ein bisschen, ich will nicht sagen, in Verruf gekommen, aber man hat eine ganze Menge davon gehört. Da hat es ein paar Ereignisse gegeben in der jüngeren Vergangenheit. Mir persönlich ist nicht ein einziger Bericht bekannt, nicht eine einzige Diskussion, nicht ein einziges Gespräch zu dieser Akkutechnologie bekannt, die es darauf abzielte, dass irgendetwas passiert wäre, dass irgendein Gerät Feuer gefangen hätte oder sonst irgendwas. Das ist Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, deutlich sicherer als die Lithium-Ionen-Technologie, aus meiner Sicht persönlich eine konsequente Weiterentwicklung, und damit sind Sie eben auch, was die Akkutechnologie angeht, auf der sicheren und Seite. Und auch hier gilt, Sie bekommen in der 19- als auch in der 0%-Variante im Prinzip das Solarpanel geschenkt. Hier sehen wir bei pearl.de nur der Speicher, identisch der gleiche Preis wie bei uns, beides. Solarpanel, Anschlusskabel und Speicher. Ich sage Ihnen auch beide Bestellnummern nochmal. Das ist die ZX3145 und die 569 in der 19% Mehrwertsteuervariante. Und in der 0% Mehrwertsteuervariante ist es die MW1007 und die 569. Ich weiß nicht, das ging jetzt genauso schnell, als würde es an der Steckdose in der Küche sitzen. Ja? Ich habe keinen nennenswerten Also, wir trinken einen Kaffee, kommen aber parallel dazu zu unserer nächst stärkeren Anlage. Wir sind jetzt also schon bei der zweitstärksten, auch mobil einzusetzenden Photovoltaikanlage, die steht hier vor uns. Oh, frisch. Ja, frisch aufgebrüht. Ich hoffe, Sie können, Kaffee, das riecht schon richtig. Sie riechen das, also zumindest in Gedanken. Ich liebe es, frisch aufgebrühten Kaffee zu trinken. Diana, du bist richtig verwöhnt heute, oder? Du bekommst ja, Wärme stimmt, von hinten, wirklich, du bekommst den frisch aufgebrühten Kaffee. Und egal wo sind wir immer können zum Beispiel die Heizung kriegen und dann Kaffee. In der nächsten Sendung beantrage ich Glühwein. Bist du dabei? Ja, okay, ich bin gut dabei, auf jeden Fall. So, schau mal hier. Oh, schön. So, und jetzt? Vielen lieben Dank. Genau, hier drinnen gibt es Tassen, draußen gibt es nur Kännchen. Ralf, du bist da. Dankeschön. Ja, einmal hier. Herr Oberkellner. Ja. Und jetzt nehmen wir uns auch mal einen leckeren Kaffee. Und dann reden wir mal über meine ganz persönliche Wahl. Und die steht hier vorne vor dem Solarpanel. Sekunde. Oh, der ist heiß. Aber gut. So, ich hatte ja vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das her ist, auch einen Stromausfall bei mir zu Hause. Und ich war ja auf der sicheren Seite, ja, mitten in einer Kleinstadt, mitten im Zentrum sozusagen, Kunde der Stadtwerke, also ich war grundsolide aufgestellt. Ich konnte mir persönlich nicht wirklich vorstellen, dass es mich mal irgendwann trifft. Trotzdem war es dann irgendwann soweit, dass ich also an diesem besagten Sonntagabend da saß und bei mir also gar nichts mehr ging. Ich war innerhalb kürzester Zeit zurück in die Steinzeit versetzt. Und was soll ich sagen, das war noch nicht mal unbedingt das Problem. Es war Hochsommer, es war warm draußen, es war bis um 10 Uhr ungefähr hell. Ja gut, ich konnte keinen Fernsehen gucken, ja, oder mein Handy in dem Moment nicht aufladen. Der Stromausfall dauerte eine Stunde, anderthalb. Trotzdem habe ich mich geärgert, weil ich logischerweise umgeben bin von diesen Stromspeichern, und wir ja nur wirklich auch schon seit einiger Zeit genau über das Thema Stromausfälle sprechen, dass ich genau in dem Moment so eiskalt erwischt worden bin. Mhm. Ja, dass es mich eben innerhalb von wenigen Sekunden in die Scheinzeit zurückversetzt hat. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, bevor ich jetzt wieder irgendwann mal in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, kein Mensch weiß, wann es sie wieder erwischt. Das steht ja nicht in der Zeitung. Nächste Woche Dienstag, 14.37 Uhr, gibt es bei dir zu Hause einen Stromausfall. Das kommt ja aus dem Nichts heraus. Damit es mich nicht wieder kalt erwischt und ich wieder da sitze und denke, oh Gott, wann habe ich denn jetzt endlich wieder Strom? Wann kann ich denn jetzt endlich wieder? Ja, habe ich mir dieses Paket hier nach Hause geholt. Und was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich bin begeistert von der Leistungsaufnahme des Solarpanels. Jetzt habe ich den Luxus, einen Südbalkon zu haben. Das heißt, morgens, wenn die Sonne aufgeht, steht die Sonne direkt auf meinem Balkon. Das geht bis in den späten Nachmittag hinein. Dementsprechend bekommt das Solarpanel natürlich den ganzen Tag über verteilt richtig ordentlich Sonne ab. Und wenn ich gleich nach Hause komme, müsste der Stromspeicher meines Erachtens vollgeladen sein. Dann nehme ich den mit rein und lache mich aus, wenn ich das so sage. Ich nutze diesen Stromspeicher als eine Art kleines Sparschwein. Ja? Wenn ich bei mir zu Hause in meiner Wohnung bin, wenn ich heute Abend nach Hause komme
und schalte den Fernseher ein oder den Computer oder meine Stereoanlage oder auf was auch immer mir gleich der Sinn steht, stehe ich für mich persönlich vor der Entscheidung, nehme ich eine ganz normale Steckdose, eine Steckdose bei mir in der Wand, in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Nur ich weiß ganz genau, sobald ich den Stecker bei mir zu Hause in die Steckdose in die Wand reinstecke, kostet mich das Strom. Dann könnte ich quasi auf den Zähler schauen und sehen, wie mein Geld quasi gerade verbraucht wird, nur damit ich meinen Fernseher, meine Stereoanlage, meinen Computer betreibe. Oder aber ich gehe hin und stelle mir ganz einfach mein kleines Sparschwein ins Wohnzimmer, so ein bisschen an die Seite und entscheide mich dafür, bewusst entscheide ich mich dafür, ein bisschen Selbstdisziplin setzt das voraus, meinen Fernseher, meine Stereoanlage oder meinen Computer ganz einfach meinen Stromspeicher anzuschließen und den Strom zu verbrauchen, den ich über den ganzen Tag verteilt generiert habe. Wohl wissend, dass ich natürlich Geld bezahlt habe für die komplette Anlage, dass ich aber den Strom, den ich heute Abend vielleicht noch für 2-3 Stunden Fernsehen oder für ein bisschen Daddeln am Computer de facto nicht extra bezahlen muss. Das heißt, die Uhr bleibt de facto stehen. Ich werde heute Abend keinen Strom von meinem Netzbetreiber verbrauchen, sondern den Strom, den ich selber generiert habe. Und das ist für mich ein unglaubliches Sparpotenzial, weil ich genau weiß, die Strompreisbremse geht bei mir auf 80% des Stromverbrauchs aus dem Vorjahr. Ich weiß genau, dass ich ein Sparpotenzial an Strom bei mir persönlich ausgeschöpft habe. Ich wüsste nicht mehr, was ich noch alles abschalten sollte. Und insofern weiß ich ganz klar, dass ich die restlichen 20% zum Arbeitspreis im nächsten Jahr wahrscheinlich sehr teuer nachbezahlen müsste. Und ich hoffe natürlich, das werde ich dir nächstes Jahr im Februar oder März sagen können, dass ich mit diesem Sparpotenzial, mit diesem Sparschweinchen jede Menge Geld sparen kann. Das war die Intention dahinter. Und ich bin parallel dazu auch noch vorbereitet auf den nächsten Stromausfall. Denn dann habe ich verdammt nochmal Strom zur Verfügung. Ja, eins fand ich noch interessant bei deinem Stromausfall, als du auf die Straße gingst, deine Nachbarn war ein ja. Einsatz Tenor, so nach dem Motto, ist es jetzt soweit? Also, eigentlich haben alle damit gerechnet. Ja? Jetzt haben wir den Salat. Das war der genaue Wortlaut. Aber auch bis dorthin, bis wir den Salat haben, also Stromausfall, kann man es nutzen. Hier sehen wir mal eine Garage zur Werkstatt ausgebaut. Und wir haben die große Kreissäge gesehen. Hier knapp 1800 Watt braucht diese Kreissäge. Ja. Ein Kinderspiel. Hier mit diesem Gerät können wir Geräte bis zu 2200 Watt im Dauerbetrieb betreiben. Ja. Und so ist das. Er hat gesagt, Geldsparmaschine oder Sparschweinchen. Wenn man es intelligent, clever einsetzt. Aber was es auf jeden Fall immer ist, ist eine Stromgarantie. Ja. Und wer gibt mir Stromgarantien? Also ich glaube, wenn ich irgendeinem Versorger sagen würde, du gib mir doch mal noch eine Stromgarantie, dass ich garantiert immer Strom habe, dann würde ich sagen, nee, machen wir nicht. Hier habe ich den. Und ich habe auch die Garantie, selbst wenn der Speicher mal über Nacht leer laufen sollte und auch der Netzstrom immer noch nicht zurück ist, dass ich am nächsten Morgen wieder meinen eigenen Strom erzeuge. Auch hier gilt das wie bei allen Anlagen heute im Sonderprogramm. Sie bekommen im Vergleich zu Pearl.de das Solarpanel, alle Anschlusskabel und die Adapterkabel geschenkt. Hier sehen wir nochmal den Beweis. Das gilt übrigens in beiden Varianten. Also nochmal, mobiler Einsatz wäre ja 19% Mehrwertsteuer. Hier fester Einbau zu Hause oder auf angrenzenden Gebäuden 0% Mehrwertsteuer. Aber Sie sehen, der Preisvorteil ist einzigartig hier gerade jetzt für Sie. Nochmal ganz wichtig betont, für Sie exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer. Ja. Natürlich sind die Einsatzbereiche für solche Stromspeicher, für solche garantierte Stromversorgungselemente unterschiedlich. Ja, wir haben uns jetzt gerade einen Kaffee gemacht. Wir haben Diana mit Wärme versorgt. Wir haben von unserem Kunden gehört, der also am Angelteich morgens um 5 sitzt, um sich einen frischen Kaffee zu kochen. Wir haben von Einsatzbereichen im Camping, im Schrebergarten gesprochen. Wir haben auch von der Stromsicherheit zu Hause gesprochen. Das zählt oder geht grundsätzlich für alle unsere Anlagen, die wir Ihnen heute vorstellen. Wir haben Ihnen nur ein paar Vorschläge gemacht. Gerade die ersten beiden waren für mich perfekt, weil sie etwas kleiner und kompakter sind für den mobilen Einsatz. Diese Gerätschaften, die wir Ihnen jetzt noch zeigen werden und die wir schon gesehen haben, sind super für den Einsatz auch mal zu Hause in unterschiedlichsten Bereichen. Jeder hat also seine ganz besondere Herangehensweise. Und so erreicht uns eine Kundenstimme aus dem schönen Wuppertal. Da schreibt unser Kunde, das Wichtigste ist beim Stromausfall der Gefrierschrank bzw. die Gefriertruhe und die Heizung. Ich hatte den Vorteil, bei meinem Stromausfall gab es
nicht das Problem, dass ich jetzt auf eine Heizung hätte verzichten müssen. Gut, am nächsten Morgen hätte ich vielleicht mal kalt duschen müssen, das überlebt man auch einigermaßen. Aber die Heizungsanlage war natürlich jetzt im Hochsommer, irgendwann im Juli oder wann das war, jetzt gar nicht unbedingt ein Thema für mich. Jetzt im Winter sieht die Welt ein bisschen anders aus. Denn unser Kunde schreibt auch, denn die Heizung braucht auch Strom für die Steuerung. Ihnen nützt, um das Ganze einfach nochmal ins Hochdeutsche zu übersetzen, der vollste Öltank oder die dickste Pellet-Reserve überhaupt nichts oder die beste Gasleitung zu ihrer Zentralheizung überhaupt nichts, wenn die Anlage nicht mit Strom versorgt wird. Insofern, Sie haben hier zwei Anschlüsse, legen Sie einen Anschluss nach oben in die Wohnung oder ins Haus und einen zweiten Anschluss ganz einfach runter in den Keller. Dann sind Sie sicher, die Heizungsanlage kann weiter betrieben werden. Und natürlich werden auch die Gerätschaften bei Ihnen zu Hause, die Sie mit Strom versorgen wollen, die Sie mit Strom versorgen müssen, in dem Fall Gefriertruhe oder Gefrierschrank, dann ebenfalls zuverlässig mit Strom versorgt. Und dann kann das auch ruhig mal einen Tag oder zwei dauern, bis hier die entsprechenden Stellen den Strom wieder rangekarrt haben. Sie sind definitiv auf der sicheren Seite. Und mir persönlich gibt das ein gutes Gefühl. Ja, hier sehen wir nochmal die Vorteile der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Sicherheit, Langlebigkeit, hohe Kapazität, dann ist es eine bewährte Akkutechnologie und vor allem auch umweltfreundlicher als herkömmliche, weil weniger Schwermetalle eingebaut sind. So, auch hier nenne ich Ihnen nochmal beide Bestellnummern. 19% Mehrwertsteuer, mobiler Einsatz wäre die ZX3216 und die 569 und der Festeinbau zu Hause wäre die MW1003 und natürlich auch die 569. In beiden Varianten würden Sie, wenn Sie jetzt bestellen, also schnell genug sein, das Solarpanel im Vergleich zu Pearl.de geschenkt bekommen. So, wir haben die 5 leistungsstärksten Photovoltaikanlagen, mobilen Photovoltaikanlagen angekündigt. Das heißt, eine fehlt noch und hier neben mir steht sie. Und das ist wirklich mit Abstand das leistungsfähigste, was ich so mobil an Stromspeicher und Solarpanel einsetzen können. Und wir hatten eben das Thema mit den Benzingeneratoren. Mhm. Gott sei Dank sind wir ja mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, wo du auch im Generatorenbereich, also benzinbetriebenen Generatorenbereich schon, ich sag mal, auf ein vernünftiges Preisniveau setzen kannst mit einer ordentlichen Leistung. Und mittlerweile sind die also dann nochmal auf einem etwas anderen Niveau als noch vor 15 oder vor 20 Jahren. Aber eins bleibt de facto gleich, auch im Vergleich zu den Generatoren vor 15 oder vor 20 Jahren. Es sind auch heute noch Verbrennungsmotoren drin. Das heißt, die müssen Sie im Außenbereich betreiben. Ja, und das ist natürlich mitten im Wohngebiet, vielleicht auch gerade in einer Etagenwohnung wie bei mir, eigentlich so nicht wirklich praktikabel. Also ich kann da abends um 10 Uhr kann ich keinen Generator mit 90 Dezibel oder was anschmeißen. Meine Nachbarn halten mich ja für völlig bescheuert. Die Gerätschaften, die wir Ihnen jetzt hier anbieten, können Sie ohne weiteres, und das Thema hatten wir auch schon bei seinen Vorgängern hier, im Innenbereich betreiben. Und warum erwähne ich jetzt gerade das Thema Generator? Ganz einfach, wir sind hier in einem Strombereich angekommen, den man normalerweise, behaupte ich, unter normalen Voraussetzungen eigentlich nur mit einem Generator erzeugen könnte. Sie können hier auf eine Leistung setzen von bis zu, und jetzt halten Sie sich fest, 3600 Watt. 3600 Watt entspricht ungefähr dem, was Sie zu Hause auf einer Stromleitung haben. Wenn eine Leitung bei Ihnen in die Küche geht, für Ihren Kaffee, Ihre Kaffeemaschine, für Ihren Toaster, für Ihren Mixer, wir haben verschiedenste Gerätschaften mal durchgesprochen, mal abgesehen von dem entsprechenden Umluftherd, den Sie da stehen haben, haben Sie genau diese Leistungsdichte, die Ihnen dieses Gerät zur Verfügung stellt. Das Ganze verteilt auf über 3200 Wattstunden, das heißt, Sie haben hier nicht nur eine enorme Leistungskapazität oder eine Leistungsdichte, die Ihnen mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zur Verfügung steht, sondern natürlich immer in Anlehnung an die Verbraucher, die Sie anschließen, auch gerne mal über mehrere Stunden. Und was sehr auffällig ist vorne in dem Bereich, Sie haben nicht nur die klassischen USB-Anschlüsse, die gerne vernachlässigt werden. Wie viele USB-Geräte versorgen Sie zuverlässig mit Strom oder müssen Sie wieder aufladen? Sie haben hier in der Summe sogar 5 230 Volt Steckdosen, sodass du hier bis zu 5 Geräte gleichzeitig alleine an die 230 Volt Möglichkeit anschließen kannst und zuverlässig nutzen kannst. Jetzt reden wir aber von einem Gerät. Sie sehen es schon alleine von der Größe her, was natürlich auch ein gewisses Gewicht mit sich bringt. Also wir reden von ungefähr 40 Kilo Gesamtgewicht. Das wäre mir wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu stramm, um es mal eben aus dem Kreuz zu heben. Deswegen, Diana, darf ich dich einmal bitten, mal zu zeigen, wie leicht man diesen Stromspeicher bewegen kann. Nicht, weil ich hier in den Gym gehe. Ne? Ja, wird kräftig trainiert. Mach doch mal ein paar Squats bitte jetzt. Ja. Nein, nein. So, pass auf. So. Zack. Zack. Guck mal. Sehen Sie das? Ja. Mit einer Trolley-Funktion ist er ausgestattet. Das heißt, gerade dann, wenn Sie ihn vielleicht mal bewegen, wenn Sie ihn de facto wirklich als Notstromversicherung für zu Hause einsetzen und ihn dann von mir aus vom Gartenhäuschen oder von Ihrer Garage, wo Sie ihn normalerweise einsetzen, gerne mal mit ins Haupthaus nehmen möchten, weil Sie merken, Mensch, der Strom aus der Steckdose kommt nicht mehr. Sie möchten aber trotzdem gerne Ihren Fernseher weiter betreiben.
ja, oder ihre Stereoanlage oder ihr Homeoffice weiter betreiben, ihre Gerätschaften in der Küche weiter mit Strom versorgen, dann nehmen Sie ihn ganz einfach mit rein. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen Spaß gemacht, aber ich denke, es ist schon deutlich geworden, wie mobil das Gerät ist. Ja, das müssen wir sagen, es ist auch hier nicht nur der Stromspeicher, sondern wir haben noch leistungsstärkere Solarpanel, sogar gleich zwei Stück hier mit im Paket. Und Sie bekommen wieder exklusiv eigentlich den Preis, den Pearl.de-Kunden nur für den Stromspeicher bezahlen. Und darum geht es. Natürlich wollen Sie so ein Gerät auch wieder aufladen und das nicht an der Steckdose, dann wäre es ja Quatsch. Zumindest in weiten Teilen. Deswegen haben wir hier in dieses Paket zwei Solarpanel mit jeweils 150 Watt an Leistung mit hinzugepackt. Macht also in der Spitze bis zu 300 Watt an Leistungskapazität über die entsprechenden Solarpanel. Und natürlich, wie bei all unseren Angeboten heute, bekommen Sie die beiden Solarpanel heute quasi gratis mit dazu, sodass Sie hier eine nahezu unerschöpfliche Stromquelle zur Verfügung haben, die Sie ganz einfach bei Tageslicht wieder aufladen können. So, jetzt werden gleich unsere Zuschauer sagen, die zwei sitzen da und trinken Kaffee und lassen Diana arbeiten. Diana, möchtest du ein bisschen? Wir haben ja hinten noch eine Heckenschere, also ja, so wie sie vielleicht auch bei Ihnen ist. Und die kann ich da jetzt auch locker, und zwar das ist wirklich eine Kleinigkeit, kann ich die einfach autark betreiben. Das heißt, so ich müsste jetzt nicht 50 Meter Verlängerung oder 100 Meter Verlängerungskabel legen, sondern die Trolley dorthin mitnehmen, wo ich eben meine Heckenschere möchte. Und ich glaube, das gab es auch noch nie, in High Heels die Heckenschere benutzt. Aha, schafft den Schaft noch. Das funktioniert. Soll ich in Deckung gehen? Ein bisschen weit. So, jetzt. Seid ihr bereit? Ja. Ist er eingeschaltet? Warte. Machst du? Machen wir. Also 230 Volt immer separat zuschalten. Das können wir hier unten und dann geht's ganz, ganz locker. Da sehen wir es. Und jetzt gucken wir mal. Okay, ist es dran? Jetzt haben wir es da. Also Sie sehen auch immer deutlich mit diesen kleinen LEDs zu kennzeichnen. Und jetzt schneidet uns Diana mal die Haare, Hecke, wollte ich sagen. Nein. Also jetzt sehen wir es. Wow. Ja. Also. Und da sehen wir mal, 430 Watt. 430 Watt? Ja. So. Eigentlich gar nicht so viel, da könnte ich ein paar Stunden Heckenschere. Ist ja auch im Moment ein riesengroßes Thema. Ich habe gerade auf meinem Arbeitsweg hierhin, da fahre ich durch zwei, drei kleinere Ortschaften. Und es ist ja momentan so die Zeit, wo auch viele ihre Hecke zurückschneiden. Ich glaube, da gibt es ein kurzes Zeitfenster, habe ich vor kurzem mal gehört, seitens der Stadt, wo man das tun darf, wegen Vogelnester und so weiter. Ich weiß nicht genau wann, aber da gibt es genaue Sperrfristen. Ich glaube, wir sind momentan noch in dem Bereich drin, wo das noch funktioniert. Wenn der erste Frost kommt, macht man das eigentlich nicht mehr. Und da sehe ich eben viele, die immer noch mit diesen Verlängerungstrommeln arbeiten. Da liegt der ganze Gehweg voll und so weiter. Da wird hantiert, da musst du nur aufpassen, dass du so ein Kabel nicht durchschneidest. Mit so einem Ding und so einem Kabel umständlich irgendwo auf der Leiter zu stehen, ist natürlich auch kein Vergnügen. Ich glaube, das macht die Sache wesentlich einfacher. Denken Sie bitte auch an das nächste Frühjahr, an den nächsten Sommer, wenn das Rasenmähen wieder ansteht, den Elektrorasenmäher mit einem Stromspeicher mit bis zu 3600 Watt. Das ist ein Kinderspiel. Da können Sie wahrscheinlich den Garten des Buckingham Palace ohne weiteres abmähen. Oder wenn Sie mal einen Vertikutierer brauchen. All diese Dinger können Sie ohne weiteres damit ganz hervorragend mit Strom versorgen. Und bitte nochmal, es sieht ein bisschen aus wie ein Panel. De facto sind es zwei. Perfekt für den festen Einbau zu Hause. Aber beide gibt es momentan zu diesem Angebot quasi gratis dazu. Ja, schauen wir mal kurz auf pearl.de, auf den Einzelpreis. Nur dieser wirklich leistungsstarke Stromspeicher. Und auch hier sehen Sie, identischer Preis. Nur der Unterschied hier bei Pearl TV ist, Sie bekommen alle Anschlusskabel, die dazugehören, in 5 Metern Länge und die beiden Solarpanel A150 Watt. Im Prinzip also gratis mit dazu. Carsten, jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit. Und zwar gibt es viele Geräte, die sollten eigentlich auch bei einem Stromausfall fast unterbrechungsfrei laufen. Ich spreche jetzt von Kühlaggregaten, auch von Computern oder von medizinischen Geräten. Ja. Und hier haben wir so eine Notstromfunktion auch noch eingebaut. Ich erinnere noch mal an die Kundenstimme unseres Kunden, der sagte, ich möchte bitte das Gefrierschrank und Gefriertruhe, also weiterhin oder mit Strom versorgt werden, auch mal bei einem Stromausfall. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt irgendwie auf dem Weg in den Urlaub und am ersten oder zweiten Tag Ihres Urlaubs bricht bei Ihnen die Stromversorgung zu Hause zusammen und ist dann über mehrere Tage vielleicht nicht mehr erreichbar, weil eben bei Ihnen auch ein Unwetter tobt oder sowas alles. Wenn Sie nach Hause kommen, können Sie all das, was Sie in der Gefriertruhe und im Kühlschrank drin haben, quasi wegschmeißen, weil keine Kühlung mehr erfolgt ist. Das hier hat ein Notstromaggregat. In 10 Millisekunden
übernimmt er beim Stromausfall die Stromversorgung ihrer elektrischen Geräte so lange, bis er quasi leer ist. Und das kann bei dieser Leistungsdichte eine ganze Weile dauern. So, und jetzt schauen wir uns beide Bestellnummern nochmal an. Auch das könnte ich natürlich mobil einsetzen. Dann wären es 19%. Hier ist die Bestellnummer ZX3407. Und die 569 Festeinbau zu Hause oder angrenzenden Objekten wäre es 0% Mehrwertsteuer. Da ist es die MW1113 und die 569. Und jetzt haben wir unsere 5 leistungsstärksten Photovoltaikanlagen, mobilen Photovoltaikanlagen angeschaut. Und wir machen jetzt noch mal einen Schnelldurchlauf. Begonnen haben wir mit einer Anlage, die eigentlich auch prädestiniert ist, mobil eingesetzt zu werden. Und das war ja mein ganz persönliches Herangehen. Ob Sie den jetzt mobil einsetzen oder eben zu Hause einsetzen, das ist natürlich jederzeit Ihnen überlassen. In Ihrem oder an Ihrer Anwendung des Gerätes orientiert sich natürlich die Bestellung an die 19 oder die 0% Mehrwertsteuer. Aber Sie bekommen hier von uns einen Stromspeicher mit bis zu 1000 Watt Leistung, mit 800 Wattstunden Kapazität. Und dazu quasi gratis im Moment das 110 Watt Panel in einer sehr schönen Farbgebung schwarz. Das ist eine garantierte Stromversorgung über insgesamt 8 verschiedene Anschlüsse, 230 Volt USB und vieles mehr. Und garantierter Strom, egal ob zum Mitnehmen oder für zu Hause. Und hier sehen wir nochmal beide Bestellnummern. 19%, also generell mobiler Einsatz oder gewerbliche Nutzung, ZX3213 und die 569. Festeinbau, 0% Mehrwertsteuer, die MD1105 und die 569. Dann kommen wir zum nächsten größeren, ebenfalls wieder ein Paket, eine Photovoltaikanlage. Und auch die ist jetzt hat noch mehr Kapazität. Ja, das war das Gerät, glaube ich, was Diana heute am besten gefallen hat, ja, oder? Weil es dafür verantwortlich war, dass wir den Heizlüfter hier mit Strom versorgen konnten. Wir haben hier ein Gerät mit bis zu 1000 Watt an Leistung. Sie sehen hier nicht nur eine Steckdose, sondern sogar zwei 230 Volt Steckdosen nebst einer kompletten Anzahl, einer richtigen Armada an USB-Steckplätzen. Natürlich auch hier das 110 Watt Solarpanel quasi gratis mit dazu. Und gerne können Sie auch hier alle 9 Anschlüsse gleichzeitig nutzen. Ja, ich sage Ihnen auch hier nochmal beide Bestellnummern. 19% Mehrwertsteuer, also mobiler Einsatz, ZX3237 und die 569 0% Mehrwertsteuer, also prinzipiell gesagt Festeinbau zu Hause, ist es die MW1238 und die 569. Weiter ging es mit dieser Anlage, die uns jetzt gerade in dieser Sendung heute diesen leckeren, frisch gebrühten Kaffee beschert hat. Und der war sehr lecker und sehr heiß, ja, aber so muss Kaffee natürlich auch sein. Und das ist genau der Punkt gewesen. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich hier an dieser Stelle erstmal mit Verlängerungsschnur und so weiter rumhantieren müssen, um irgendwie Strom auf die Kaffeemaschine drauf zu bekommen. Jetzt haben wir unsere Steckdose ganz einfach auf den Tisch gestellt. Vielleicht machen Sie das demnächst auch im Campingbereich, im Schrebergarten, kurzum im mobilen Einsatz oder vielleicht auch gerne mal zu Hause, vielleicht im hinteren Teil Ihres Gartens, wo Sie gar keinen Strom normalerweise zur Verfügung haben. Bis zu 2000 Watt Leistung plus 240 Watt Solarpanel quasi gratis mit dazu. Ja, auch hier wieder beide Bestellungen, 19%, mobiler Einsatz ist es, die ZX3145 und natürlich die 569 und bei der 0% Mehrwertsteuervariante, also Festeinbau, der MW1005. Nein, nochmal, MW1007 und die 569. Denken Sie bitte dran, bei beiden Varianten bekommen Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer die Solarpanel quasi geschenkt, immer im Vergleich zu Pearl.de. Die nächstgrößere, da legen wir nochmal eine ganze Leistungsschippe mit drauf. Und genau so ist es. Da reden wir von bis zu 2200 Watt an Leistung. Und genau das war der Grund, warum ich mich für das Gerät entschieden habe. Schlicht und ergreifend wollte ich mir keine Gedanken darüber machen, dass ich dann eventuell an eine Grenze komme, wenn ich vielleicht mal zwei oder drei Geräte gleichzeitig angeschlossen habe. Ich habe mir persönlich gedacht, wenn ich mir schon so etwas leiste, wenn ich mir so eine Stromversicherung leiste, so eine Stromquelle, quasi eine unerschöpfliche in Kombination mit dem Solarpanel, dann möchte ich jetzt nicht auf ein paar Euro gucken, dann möchte ich eine vernünftige Leistungsdichte haben und die habe ich bis zu 2200 Watt, bis zu über 2200 Wattstunden Kapazität in Kombination mit dem 240 Watt Solarpanel, was bei mir an der Balkonfassade hängt, kann ich dieses Gerät nun wärmstens empfehlen. Auch hier sehen wir wieder beide Bestellnummern. 19% Mehrwertsteuer ist die Bestellnummer ZX3216 und die 569 0% Mehrwertsteuervariante ist die MW1003.
und die 569. Und dann kamen wir zu unserem Platzhirsch, also zu unserer leistungsstärksten mobilen Photovoltaikanlage, die wir im Programm haben. Und die ersetzt eigentlich einen kompletten Stromkreis. Ja, das war die Macho-Anlage, wo wir beide Kaffee getrunken haben, als Diana die Heckenschere bedient hat. Ja, das wird uns wahrscheinlich immer im Gedächtnis bleiben. Hast du aber sehr gut hinbekommen. Leistungsdichte vom Allerfeinsten bis zu 3600 Watt. Sie hören richtig, bis zu 3600 Watt. Das ist sensationell, besonders dann, wenn man sich die Kapazität anschaut. Über 3200 Wattstunden stehen Ihnen hier zur Verfügung. Sie haben insgesamt 5 230 Volt Steckdosen. Sie haben einen Strom in der Qualität, wie er normalerweise nur aus der Steckdose kommt. Sie haben hier eine moderne Akkutechnologie mit Lithium-Eisenphosphat und Sie bekommen 2x150 Watt Panels quasi gratis mit dazu. Und auch hier gilt für Sie, Sie bekommen das wirklich im Vergleich zu Pearl.de exklusiv als Pearl TV Zuschauer und nur solange der Vorrat reicht, gratis dazu. Hier auch hier sehen wir nochmal beide Bestellnummern. Das ist einmal mit 19% Mehrwertsteuer die ZX3407 und die 569 und mit der 0% Mehrwertsteuervariante die MW1113 und die 569. Es sei mal noch mal erwähnt, wenn Sie sich jetzt für eine der 5 Anlagen entschieden haben, bitte schnell sein. Unser Sonderprogramm, also mit den Solarpanelen quasi geschenkt, ist nur begrenzt und vor allem auch in der Stückzahl begrenzt. Das heißt einfach, wer zuerst kommt, der wird das noch bekommen. Und deshalb heißt es für Sie, holen Sie sich ein bisschen Stromsicherheit, sparen Sie clever Geld und Energiekosten und holen Sie sich Ihre Photovoltaikanlage nach Hause und dann viel Spaß damit.